Das Filmfest Düsseldorf ist seit 2003 ein gänzlich studentisch organisiertes internationales Kurzfilmfestival, das von uns, den Studierenden der Medien- und Kulturwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität, veranstaltet wird und über 3 Tage im November stattfindet. Mit über 1000 jährlich eingesendeten Kurzfilmen aus der ganzen Welt zählt unser Festival damit zu den größten dieser Art in Deutschland. Die eingesendeten Filme haben hierbei durchschnittlich eine Länge von 3 bis 30 Minuten und werden während des Events einem großen Publikum präsentiert. Seine Anfänge nahm unser Filmfest im Kleinen. 3 Studierende hatten 2003 mit Beginn des neuen Studienganges Kulturwissenschaften und Medien an der Uni Düsseldorf die Idee eines Kurzfilmfestivals. Einer davon ist Benjamin Luclon, der dieses Jahr ebenfalls einen der 5 Juryplätze belegt. Hi Benjamin, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Hallo Bella. Super, ich freue mich auf das Interview. Du hoffentlich auch. Ja, sehr. Dann wollen wir vielleicht direkt rein? Ja, los. Let's go. Wir führen heute ein ganz besonderes Interview. Neben mir sitzt nämlich der Benjamin. Hi Benjamin. Hallo. Und der Benjamin ist nicht irgendwer, sondern Benjamin ist der Gründer des Filmfestes. Also habe ich natürlich auch einige Fragen an dich. Ihr habt dann ja auch 2003 schon direkt das Filmfest gegründet. Wie kam es denn überhaupt dazu? Also die Idee war ja schon 2002. Also es war ein Jahr lang Vorlauf vor dem 2003er Filmfestival. Mittwochs im 3A, wir sitzen ja direkt vor dem 3A, ja, im Hörsaal, wo das Filmfest bisher immer stattgefunden hat, gab es im Hörsaal, gab es mittwochs immer Kino. Mhm. Und das Besondere war halt, die hatten damals noch einen 35mm Projektor, also konnten richtig Kinofilme zeigen. Aber da kam halt niemand. Das hat irgendwie der AStA organisiert, Kulturreferat vom AStA. Und da kamen dann immer so 7 Leutchen und die saßen da so in der Mitte des Hörsaals. Es war total schön, weil die haben auch echt interessante, schöne Filme gezeigt und so. So ein bisschen wie so ein Filmkunstkino, aber jetzt, ja. Und in der Uni. In der Uni. Und das war, der Eintritt war irgendwie 1 oder 2 Euro. Und dann ging man da so rein und dann saß ich da so drin und dachte, das wäre ja ein perfekter Ort, um was zu starten. Und jetzt 20 Jahre später stehen wir hier. Und das ist die Geburtsstätte des Filmfests gewesen. Ich muss auch wirklich sagen, 20 Jahre später, hast du schon angesprochen, 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr, ist natürlich was super Besonderes. So viele Jahre haben wir durchgehalten, so viele Leute haben mitgemacht. Wir sind natürlich auch größer als damals, waren ja noch die ganz, ganz kleinen Anfänger bei euch, aber es ist zu was ganz, ganz Großem geworden. Wie fühlst du dich damit? Ist natürlich eine coole Sache. Ja, ist schon eine coole Sache. Es gibt auch Erinnerungen irgendwie von Nächten, wo wir durchgearbeitet haben und uns irgendwie die Filme um die Ohren gehauen haben und angeguckt haben und so. Es waren immer viele Leute dabei, ne? Und ich habe zwar immer versucht, so viel wie möglich selber zu machen, aber es ging halt nicht. Ich habe auch moderiert und das Design gemacht und so, aber ich habe mich nie selbst in die Jury gesetzt. Und jetzt, als diese Frage kam, willst du Jury machen, war ich schon sehr gerührt. Ich wünsche euch allen sehr viel Spaß beim Filmfest. Ich hoffe, dass die Leute trotz Corona zahlreich kommen und ich freue mich sehr auf das Filmfest und wollte mich auch nochmal bedanken bei allen und dass es das immer noch gibt. Füllt mich auch mit einer gewissen Rührung. Ja, wir danken dir, dass du das überhaupt möglich gemacht hast, dass du die Idee hattest hier und dass wir das mit dir hier machen durften. Dann kann ich mal gerade da reingucken. Ich will auch gucken. Ja. Das ist ein kleiner Zettel. Und der Publikumspreis geht dieses Jahr an Ach, Luise! Vor jedem neuen Filmfest wird zunächst ein neuer Vorstand von 3 bis 4 Studierenden gewählt, der für das kommende Jahr die Grundinstanz des Filmfestes bildet.
Sie stellen die Teams zusammen, wählen Teamleiterinnen aus und ordnen die Studierenden, die sich beworben haben, je nach Qualifikation und Wunsch den jeweiligen Teams zu. Die Koordination aller Teams erfolgt durch den Vorstand. Genauso hat der Vorstand ständig die Verwaltung der finanziellen Mittel im Blick und fungiert am Ende des Tages als Ansprechinstanz für Partner und steht in der Verantwortung des Filmfestes Düsseldorf. Ich bin Ranja, ich bin Schatzmeisterin des diesjährigen Filmfests, also des Filmfests Düsseldorf 2022. Also wir finanzieren uns vorwiegend durch Förderer und Sponsoren. Förderer machen natürlich den Großteil davon aus. Das heißt, dass wir darauf angewiesen sind, Förderanträge zu stellen. Die müssen natürlich pünktlich gestellt werden. Das ist eigentlich in der ersten Hälfte der Filmfestzeit unsere Hauptaufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Fördermittel reinkommen. Wir werden gefördert von staatlichen Organisationen, beispielsweise dem Kulturamt der Stadt Düsseldorf, aber auch von privaten Stiftungen und Förderern oder Kunst- und Kulturstiftungen, beispielsweise Stadtsparkasse. Die Universität selbst, die HHU, fördert uns natürlich auch. Und davon finanzieren wir natürlich auch einen Großteil unseres Filmfests und unserer Ausgaben. Wir sind auch dafür zuständig, eine ganze Struktur da reinzubringen. Von Anfang an, da geht es darum, wie groß die Teams sind und wer Teamleitung macht. Wir hätten das jetzt natürlich alles ganz anders machen können, aber wir greifen da einfach auf 20 Jahre Wissen zurück. Wir haben Leitfäden von den alten Vorständen. Die ganzen Teamleitungen kriegen auch Leitfäden von den alten Teamleitungen. Da herrscht immer Kontakt auch mit den mit dem Teamleitung von den Vorjahren oder mit dem Vorstand von den Vorjahren, dass wir da immer fragen können, wenn wir irgendwas nichts wissen oder so. Und deswegen aus diesen 20 Jahren Filmfest wissen wir einfach, wie es jetzt am besten abläuft. Und deswegen sind wir jetzt hier und sind wir so, wie wir jetzt sind. Ja, und das Filmfest gibt es ja seit 2003 und es ist eigentlich ziemlich cool, dass es damals irgendwie als Idee entstanden ist und jetzt 20 Jahre später sind wir hier immer noch als Studierende, die das eigenverantwortlich organisieren. Und das klappt natürlich nur durch die Uni, die uns dabei unterstützt auch seit diesen ganzen Jahren und uns zum Beispiel den Hörsaal zur Verfügung stellt, wo die ersten zwei Tage des Filmfestes stattfinden. Und da übernehmen wir auch so ein bisschen die Kommunikation mit der Uni. Wir sprechen mit der Veranstaltungskoordination, die dann für uns die Räume umbuchen. An den Unitagen werden wir natürlich von denen unterstützt. Das Rektorat unterstützt uns nicht nur durch Geld, sondern auch durch Ansprechpartner, mit denen wir kommunizieren. Dann der Hausmeister, einfach Leute, die sich auch hier an der Uni um uns kümmern. Und generell Unterstützung des Institutes der Medien- und Kulturwissenschaften, von dem wir organisiert werden, machen das erst möglich, dass wir die ersten zwei Tage hier sein können. Am dritten Tag ziehen wir immer in die Stadt, das ist unsere zweite Location, wo wir in einer Kulturinstitution in der Stadt den Finaltag des Filmfestes stattfinden lassen, mit einer kleinen Aftershow-Party, und das ist auch immer sehr schön für das Team. Ich bin Niklas, ich bin Teil des Vorstands dieses Jahr. Zu unseren Aufgaben gehört neben viel Koordinations- und Verwaltungsarbeit und viel Arbeit um die Finanzen und Steuern herum, zum Beispiel auch am Anfang des Jahres die Zusammenstellung des Teams, um so ein Team von knapp 70 Leuten auch gut koordinieren zu können, muss man natürlich auch sich häufiger mal treffen. Das heißt, wir treffen uns mit dem gesamten Team einmal im Monat in einem Hörsaal, erzählen ihnen dann alles, was wir so Cooles gemacht haben, was die Probleme sind und so weiter. Aber mit den Teamleitungen selbst treffen wir uns alle zwei Wochen, sodass sie einfach häufiger up-to-date sind, dass wir da schneller auf neue Entwicklungen reagieren können oder generell auch proaktiv handeln können, falls wir coole neue Ideen haben. Und genau dafür sind auch wir zuständig, dass diese Treffen immer ablaufen, dass wir diese Treffen halten, dass wir irgendwas vorstellen können, dass das irgendwie koordiniert wird, dass da alles klappt. Und auch das ist ein Teil der Vorstandsarbeit. 2000 Euro auch noch drin, so bald haben wir alles. Die Leitung des Instituts unterstützt das Projekt seit vielen Jahren und ist für uns ein fester und wichtiger Ansprechpartner bei der Umsetzung.
Für die Mithilfe am Filmfest bekommen wir neben Credit Points für unser Studium auch die Projektarbeit angerechnet, welche im Studienverlaufsplan ein ganzes Modul einnimmt. Ich bin Robin Curtis, ich bin seit September 2021 Lehrstuhlinhaberin hier am Institut für Medien- und Kulturwissenschaft. Meine Spezialgebiete sind so Bewegtbildmedien, Affekt und Körpererfahrung beim Bewegtbildmedien. Und das ist mir auch sehr wichtig, Kurzfilme zusammengetan werden können, um neue Bedeutung zu schaffen. Das heißt, etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist das Kuratieren. Ich habe auch als freischaffende Kuratorin etwas länger hergearbeitet, aber also bevor ich wirklich in die Wissenschaft gestiegen bin. Und das ist einfach eine Tätigkeit, wo man was völlig Neues schafft durch die Programmierung von Kurzfilmen. Und gerade sich Gedanken dazu zu machen, bei der Vorbereitung des Filmfests ist total nützlich, auch im Wissenschaftsbereich. Also das heißt, man merkt einfach, wie das Gestalten von Bild und Ton auch mit fertigen Produkten zu neuen Bedeutungen führen kann. Hallo Frau Allekotte, vielen Dank, dass Sie das Interview mit uns machen. Sie sind ja die Betreuerin des Filmfestes, haben aber auch selber Medien- und Kulturwissenschaften studiert und auch selber beim Filmfest teilgenommen. Also möchten Sie vielleicht noch mal erklären, wie das so für Sie ist, jetzt noch mal wieder dabei zu sein? Ja, ich freue mich total. Also wie gesagt, das stimmt natürlich. Ich habe selber Medien- und Kulturwissenschaft hier im Bachelor als auch im Master dann nachher bei uns am Institut an der Uni hier in Düsseldorf studiert und war auch im Bachelor selber, das müsste glaube ich 2012 gewesen sein, Teil des Akquise-Teams. Und durfte dann natürlich während meiner Studienzeit, aber jetzt auch seit, ich glaube, 2019, seitdem ich hier Mitarbeiterin bin am Institut, die ganze Entwicklung auch des Filmfestes miterleben. Und das ist natürlich super aufregend zu sehen. Also erstmal die Freude ist natürlich groß, dass es das Filmfest weiterhin gibt. Und natürlich, in welches Niveau und welche Professionalität da mittlerweile erreicht wurde. Also nicht nur von den Filmen, ne, die natürlich überregional und auch international hier eingereicht werden, aber auch von der Veranstaltung selber. Und es ist natürlich alles von den Studierenden in Eigenregie hier gestaltet worden und auch eben organisiert worden. Und das ist natürlich einfach nur total toll, eben das mitzuerleben dürfen und dass das so eine schöne Veranstaltung immer ist, jedes Jahr, auf die man sich immer wieder freut. Es ist jetzt auch das 20. Jahr des Filmfestes, also ein Jubiläumsjahr. Möchten Sie denn vielleicht mit uns teilen, was Sie sich für die Zukunft des Filmfestes wünschen? Ja, weitermachen. Einfach genauso weitermachen wie bisher. Ich würde mir wünschen, dass wir weiterhin so tolle Studierende haben, die das weiterhin so klasse auf die Beine stellen und dass es einfach genauso erfolgreich mit super tollen Einreichungen und einem tollen Publikum dann immer hier stattfinden kann und einfach die nächsten 20 Jahre und noch mehr es genauso weitergeht. Das würde ich mir wünschen, ja. Das Kino des Filmfestmuseums Düsseldorf, besser bekannt als Black Box, kam ab dem 4. Filmfest als Veranstaltungsort zu den Lokalitäten des Filmfests hinzu. Zunächst, um eine filmische Retroperspektive des Filmfestes zu zeigen, später, ab 2006, wurde die Black Box zum festen Präsentationsort für das große Finale am jeweils dritten und letzten Tages des Filmfestes bis 2019. Wir stehen hier vor der Black Box Düsseldorf. Von 2006 bis 2019 fanden hier die Finaltage statt. Die Black Box ist uns aber trotzdem erhalten geblieben. Von 2019 an fanden hier die Jury-Sichtungen statt. Hier im Kinosaal der Blackbox. 15 Jahre lang wurden hier die besten Filme unseres Filmfestes abgespielt. Zudem fanden hier auch die Preisverleihungen statt. Über 1000 Kurzfilme aus aller Welt werden jährlich zum Filmfest Düsseldorf eingesendet. Um die Vorauswahl, Sortierung und Sichtung kümmert sich das Team der Akquise. Auch die fünfköpfige Jury wird vom Akquise-Team angefragt und zusammengestellt.
Die Akquise ist damit unsere künstlerische Seele des Filmfests. Wir sitzen hier mit Ellie und Fleming. Ihr seid ja die Akquise-Teamleitung. Möchtet ihr uns vielleicht verraten, wie viele Filme ihr überhaupt eingesendet bekommen habt? Wir sind aktuell bei über 1000 Einsendungen. Beurteilt haben wir, glaube ich, bis jetzt 430. Und die Einsendungen kommen aus der ganzen Welt. Okay, sehr schön. Und nach welchen Kriterien wählt ihr die Filme aus? Wie bewertet ihr die Filme? Also das sieht so aus, dass wir uns zweimal die Woche hier treffen mit unserem Team, mit insgesamt 12 Personen. Und wir schauen alle eingesendeten Filme, die unserem Regelwerk entsprechen, der Reihe nach durch. Und bewerten die dann nachher mit Punkten. Und wir schauen dann am Schluss, welche Filme sind am besten bewertet. Und da von denen wird dann ausgewählt, welche 16 Filme dann nachher ins Programm kommen. Sehr schön. Ihr habt ja viele verschiedene Filme, mehrere Mitglieder. Was macht ihr mal, wenn ihr euch uneinig seid, wie ihr einen Film bewerten wollt? Das kommt häufiger mal vor, dass wir uns uneinig sind, dass so ein Film einfach verschiedene Bewertungen kriegt. Das ist eigentlich immer sehr spannend, finde ich. Und wir sind auch eigentlich immer bereit, mal ein bisschen zu diskutieren und uns auszutauschen über die Filme, die wir gesehen haben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das in so einem Kollektiverlebnis machen. Wir haben uns auch extra dafür entschieden, das alles hier in Präsenz zu machen und nicht über online, beziehungsweise nur mal, wenn wir darauf ausweichen müssen aus organisatorischen Gründen. Aber wir tun das hier alles gemeinschaftlich und wir wollen hier eben auch eine Atmosphäre haben, dass wir uns voll und ganz auf die Filme konzentrieren können und dass wir die eben auch gerecht bewerten können und dabei das Ganze eben auch als Gruppe durchführen. Könntet ihr vielleicht noch sagen, was für Preise überhaupt verliehen werden? Wir haben 4 Preise. Einmal den Jurypreis, dann Publikumspreis von über 15 Minuten und unter 15 Minuten und das gesamte Filmfest-Team darf auch noch einen Preis vergeben. Dann hat der Film einen Durchschnitt von 8,8 Punkten. Zu den Aufgaben unseres Technikteams gehört neben dem Bühnenaufbau und dem Sound-Setup für unsere Bands auch, den Ablauf des Programms im Hörsaal und im Weltkunstzimmer zu kontrollieren. Auch bei der Moderation und den Live-Interviews mit den Regisseuren kümmert es sich um Ton, Licht und die Übertragung. Neben den technischen Aspekten sind wir ebenfalls kreativ tätig und füttern unsere Social-Media-Plattform mit selbstproduzierten Spots. Wir sprechen heute mit Jan Niklas und Mahmoud. Die beiden machen dieses Jahr die Technik-Teamleitung. Hi, möchtet ihr euch erstmal vorstellen vielleicht? Hallo Bella, ja, also ich heiße Mahmoud, wie du schon erwähnt hast. Also ich mache dieses Jahr also im Filmfest Teamleitung, also das Technik. Letztes Jahr war ich auch also Technik, aber als Mitglied und dieses Jahr also mache ich die Teamleitung also mit Jan Niklas. Genau, ich bin Jan Niklas, ich war letztes Jahr auch schon dabei und Mahmoud hatte mich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, mit dabei zu sein dieses Jahr als Teamleitung und hab dann auf jeden Fall zugesagt und seitdem versuchen wir dieses Jahr technisch alles hinzubekommen. Möchtet ihr dann vielleicht auch direkt erstmal sagen, was überhaupt so eure Aufgaben sind, was ihr so macht? Was sind die Aufgaben, die euch gestellt werden? Also Technik erzählt eigentlich, also das Wort erzählt von sich vieles. Wir sind also zuständig für Allgemeintechnik im Filmfest. Wir müssen also Technik mieten, also während des Filmfests, die 3 Tage. Wir müssen zum Beispiel also davor besorgen, dass die alle Filme also gut auf dem Leinwand also gespielt werden. Und dann auch dazu kommt zum Beispiel, wir besorgen auch das für unsere Bands, also während des Filmfests, weil wir machen also 3 verschiedene Konzerte. Und wir sind auch also für den Ton auch zuständig. Dazu kommen auch ein paar Aufgaben, zum Beispiel für Spots produzieren für unsere Social Media Kanäle und dann auch Overture, Trailer und wie genauso jetzt also machen wir den Doku-Film auch für das Filmfest wegen also das 20-jährige Jubiläum. Ja. Cool. Das klingt natürlich jetzt erstmal sehr anspruchsvoll, noch sehr viel. Würdet ihr sagen, man braucht Erfahrung, um bei euch dabei zu sein oder seid ihr eine bunt gemischte Truppe einfach mit Leuten, die Bock drauf hatten?
Ja, ja, zweiteres auf jeden Fall. Also wir sind meistens ein sehr bunter Haufen aus verschiedenen Leuten und formen dadurch dann unser Team quasi. Und das ist halt auch so ein bisschen das Gute am Technikteam, dass wir einerseits den Ablauf komplett betreuen beim Filmfest. Das heißt, wir sind während der Tage sehr nah am Filmfest auch dran. Aber auch, dass wir vorher schon ein paar kreative Impulse setzen mit unseren Spots quasi, die die Mitglieder selber produzieren. Und auch mit der Ouvertüre, Teaser und Trailer, dass wir quasi selber uns aufteilen, halt Konzepte entwickeln, bei den Drehs selber mitgestalten und auch den Schnitt selber machen. Dass uns da sehr freie Hand gelegt ist und dass wir da quasi selbst entscheiden können auf jeden Fall. Und technisches Know-how wird dann infolgedessen beigebracht für die Filmfesttage. Da braucht man kein spezielles Fachwissen eigentlich. Jedes Filmfest findet unter einem bestimmten Motto statt. Dessen visuelle Umsetzung auf Plakaten, Flyern und Social-Media-Posts ist Aufgabe unseres Designteams. Auch das Design des Filmfest-Merchs findet hier seine Anfänge. Unser Designteam gibt damit die grundlegende, kreative Richtung für das gesamte Event vor. Hi Leute, danke, dass ihr das Interview macht. Möchtet ihr euch zum Einstieg gerne erstmal vorstellen? Ja, also ich bin Nika, studiere Medien- und Kulturwissenschaften und bin Teil der Design-Teamleitung des Filmfests. Ich bin Romina, studiere auch Medien- und Kulturwissenschaften und bin der andere Teil der Teamleitung vom Design-Team. Okay, sehr schön. Was ist überhaupt die Aufgabe des Design-Teams? Also wir haben das diesjährige Motto ausgewählt und wir gestalten dann einiges fürs Filmfest passend zum Motto, unter anderem zum Beispiel das Hauptplakat, das dann in der Stadt und an der Uni aufgehängt wird und Merchandise, sowas wie Beutel, die wir dann verkaufen, Pullis fürs Team, Sticker, die wir rausgeben, Postkarten und natürlich das Programmheft, das dann am Filmfest selber eben ausgeteilt wird, damit man weiß, wo was gespielt wird. Okay, passend dazu, wie seid ihr überhaupt auf das diesjährige Motto gekommen? Also das war eigentlich ganz einfach und zwar ist es so, dass es das 20. Jubiläum des Filmfests ist und wir dachten uns, wir nehmen einfach das Motto Golden Twenties, weil es halt auch eben zeitlich passt und für die Kinogeschichte auch ein wichtiger Zeitabschnitt war. Und es ist noch ein festliches Motto, womit man gestalterisch viel anfangen kann. Deswegen, ja, haben wir das Motto gewählt. Das Team der Veranstaltung bereitet für euch die Location vor. Dekorationskonzepte, Organisation von Catering, Bands und DJ, alles, was zu einer guten Party dazugehört. Ich bin Amelie, 22 und bin jetzt zum zweiten Mal beim Filmfest dabei und bin die Teamleitung vom Veranstaltungsteam zusammen mit Ivana. Ivana, ich bin 24 und ich habe tatsächlich noch gar nicht beim Filmfest mitgemacht, fand das Projekt aber richtig gut, habe schon mal in dem Bereich vorher gearbeitet vom Studiengang und wollte voll gern mitmachen und mache jetzt die Teamleitung für den Veranstaltungsbereich. Ja, und wir kümmern uns um 5 Bereiche, das ist einmal Deko, Catering, um die Location, um das Buchen der Bands und um die Moderation. Und da haben wir unser Team aufgesplittet in diese 5 Bereiche, dass die Zuständigkeiten geklärt sind. Da haben wir unser Team zugeordnet und die kümmern sich dann eben um die spezifischen Aufgaben. Es ging dann los mit Location, das ist immer am Anfang, weil es natürlich am wichtigsten ist, braucht lange Vorlaufzeit und dann weiter mit der Moderation. Jetzt zum Ende hin wird es halt wichtig, was die Deko angeht, das Catering, von wo wir Sponsoren bekommen und so weiter. Wir haben jetzt beim Moderationscasting vor allem darauf geachtet, dass die Person irgendwie sympathisch ist und offen und irgendwie sich auch auf einer Bühne wahrscheinlich wohlfühlt. Dann natürlich auch, dass die Person Englisch spricht, weil wir viele internationale Filmemacher auch haben. Genau, einfach wie die Person rüberkommt, irgendwie was für eine Aura die mitbringt, wie sie sich präsentiert und auch irgendwie jung und frisch. Also wir hatten auch so ein bisschen das Gefühl, es muss auch zum Filmfest einfach voll passen.
Und dann eben auch, weil wir zwei ModeratorInnen, in dem Fall ModeratorInnen haben, wie die zusammen funktionieren, ob das harmoniert und so. Unser Marketing-Team kümmert sich um die Verwaltung der Social-Media-Kanäle und versorgt euch stetig mit allen aktuellen Infos rund ums Filmfest, damit ihr up-to-date seid. Sie bewerben das Filmfest und fragen potenzielle Sponsoren an, die das Filmfest finanziell unterstützen möchten. Hallo Leute, vielen Dank, dass ihr das Interview macht. Möchtet ihr euch zum Einstieg erstmal vorstellen vielleicht? Ja, hi, ich bin Laura. Ich studiere Medien- und Kulturwissenschaft jetzt im vierten Semester und dieses Jahr leite ich zusammen das Marketing-Team mit Carina. Ja, ich bin Carina. Ich studiere MeKoVi im sechsten Semester, schreibe gerade meine Bachelorarbeit und nebenbei mache ich eben noch die Teamleitung vom Marketing-Team mit Laura zusammen. Okay, sehr schön. Ihr seid die Marketing-Teamleitung. Was sind überhaupt so eure Aufgaben? Was macht ihr so? Ja, also wir betreuen die Social-Media-Kanäle vom Filmfest, machen die Öffentlichkeitsarbeit, Pressemitteilungen und sowas alles. Und außerdem suchen wir die Sponsoren, die unser Filmfest finanzieren. Okay, du hattest direkt schon die Sponsoren angesprochen. Wie überzeugt man überhaupt die Sponsoren, bei uns mitzumachen? Ja, also für uns ist die finanzielle Unterstützung natürlich ein extrem wichtiger Faktor, weil wir eben ein studentisch organisiertes Filmfest sind. Und bei der Kontaktaufnahme setzen wir auch eben sehr auf das Studentsein. Aber es ist natürlich für die Unternehmen auch sehr interessant, die Reichweite unter den Studenten zu bekommen, weil wir erreichen natürlich unter anderem unsere ganze Fakultät. Es wird ja auch auf den Social-Media-Seiten der HHU geteilt und generell werden Plakate in der ganzen Stadt ausgehangen mit den Logos und davon haben natürlich auch die Firmen was. Sehr schön. Social-Media-Kanäle macht ihr auch. Wo kann man das Filmfest finden? Also man kann uns halt auf Instagram finden, Twitter und Facebook, halt die Klassiker. Dann haben wir seit neuestem auch TikTok und einen YouTube-Kanal, aber da laden wir hauptsächlich die Sachen hoch, wie Trailer und diese Doku eben. Genau. Ja, und was für Einblicke teilt ihr da so? Wir teilen eben große Meilensteine, wie zum Beispiel, wenn das Hauptplakat fertig ist oder der Call for Entries anfängt. Oder auch Sachen, die das Technikteam für uns produziert, Clips und Teaser, die Trailer werden da geteilt. Dann gibt es viele Behind-the-Scenes-Sachen, zu Sachen eben wie dieser Doku hier, das wird auch alles geteilt. Ja, genau. Wir sind jetzt am Ende unserer Doku angekommen. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in 20 Jahre Filmfest hat euch gefallen. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei allen Leuten, die vor uns beim Filmfest mitgewirkt haben. Vielfältig, aufregend, beeindruckend. Magisches Kinoerlebnis im Hörsaal. Freundschaft, Kultur und Weiterentwicklung. Zusammenhalt, Verantwortung und Verbundenheit. Fantastisch, unterhaltsam. Und einmalig. Team, Spaß und Organisation. Bunt, divers und eine große Familie. Überraschend, spannend, überwältigend. Jung, spannend und wunderbar. Zusammenhalt, verantwortungsvoll und bunt. Vielfältig, außergewöhnlich und Teamgeist. Gemeinschaft, weltweit und besonders. Spannend, ereignisreich und lohnenswert. Spektakulär, international, divers. Popcorn, Jubiläum und extravagant. Herausfordernd, aber lustig. Idee wird wahr. Kurz, Film und Fest.